Diese Lokomotive ist die AC4400CW, gebaut von General Electric Transportation in Erie, Pennsylvania. Sie ist das Arbeitspferd auf der Sand Patch Grade und in der Lage, überwältigende 4400 PS aus dem Motor herauszuholen. Als erstes gehen Sie zur Lok, so wie es angegeben ist. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Um die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Beginnen wir damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel: Fahrtrichtungswender, Bremsen und den Kombihebel. Die Hebel rechter Hand sind die Bremshebel. Es gibt separate Steuerungen für den gesamten Zug und solche, die nur für die Lokomotive zuständig sind. Ziehen Sie den Hebel der Lokbremse ganz zu sich heran. Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, erhöhen Sie nun. Sie fahren. Großartige Arbeit. Schieben Sie nun den Leistungsregler von sich weg in die mittlere Position oder die Leerlaufposition. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Bewegen Sie die Lokbremse ein kleines Stück nach vorne. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein.